ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Es ist das erste und letzte Mal. Sie sagten Alia. Am nächsten, in der nächsten Nacht kamen sie wieder alle wieder rein. Und jeder wusste nicht von den anderen. Als es, und sie hörten wieder zu, wie der Prophet al-Salam rezitiert hat, den Koran. Als es hell wurde und der Tag rauskam, wollten sie wieder nach Hause und da führte sie der Weg wieder zusammen. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Und sie sagten, komm morgen nicht. Wir waren gestern da und heute aber komm morgen nicht. Na okay, wir kommen morgen nicht. In der nächsten Nacht kamen sie wieder. Wieder jeder in seiner Ecke. Und sie haben gehört, die ganze Nacht, wie der Prophet Muhammad s.a.w. Koran gelesen hat, die ganze Nacht. Als es hell wurde und sie nach Hause wollten, trafen sie sich wieder zufällig. Diesmal sagten sie, wir müssen es schwören, dass wir nicht mehr herkommen. Denn wenn die Araber, wenn die Menschen wissen, dass wir hier waren, dann denken sie, dass Muhammad al-Islam im Recht ist und dass seine Botschaft und der Islam Recht ist. Also sagten sie, wir schwören, dass wir nicht mehr herkommen. Und sie haben es geschworen. Und sie haben sich daran gehalten. Die Araber vor dem Islam, wenn sie geschworen haben, haben sie sich daran gehalten. Warum? Sie haben es verherrlicht. Es war was Besonderes, dass jemand schwört. Deswegen haben sie auch sich daran gehalten. Was passierte dann? Am nächsten Tag ging einer von ihnen zu den anderen. Al-Akhnas ibn Sharik ging zu Abu Sufyan. Und er sagte zu ihm, sag mir bitte, was du gehört hast von Muhammad alaihi salam und was du davon hältst. Er sagte zu ihm, ich habe etwas gehört, das ich kannte. Und ich habe etwas gehört, was ich nicht kannte und nicht verstanden habe. Da sagte er, mir geht es genauso. Ich habe auch etwas gehört, was ich kannte und verstanden habe. Und ich habe etwas gehört, was Muhammad gelesen hat, was ich nicht verstanden habe. Dann ging der Mann zu wem? Zu Abu Jahl. Al-Akhnas ibn Sharik ging zu Abu Jahl und sagte zu ihm, O Abu al-Hakam, sag mir, was du gehört hast und was du davon hältst, was Muhammad a.s. rezitiert hat. Da sagte Abu Jahl, er hat das so runtergespielt. Abu Jahl war der schlimmste Feind im Islam. Er meinte, was soll ich schon gehört haben? Was ist das, was ich gehört habe? Wir und unsere Cousins, also Muhammad a.s. und Abu Jahl, waren Cousins. Sie waren Verwandtschaft, sie hatten eine Verwandtschaft. Sie waren verwandt miteinander. Er sagte, was du schon gehört habe. Wir und unsere Cousins haben immer wettgeeifert früher. Wenn wir die Pilgerin zu essen gaben, oder wenn sie zu den Pilgern zu essen gaben, haben wir auch den Pilgern zu essen gegeben. Und wenn sie die Pilgerin, die nach Mekka kamen, zu trinken gaben, haben wir auch zu trinken gegeben. Egal, wenn sie die Armen geholfen haben, haben wir auch die Armen geholfen. Wir waren wie zwei Pferde, die wetteiferten. Damit haben wir immer geschaut, wer die Oberhand hatte im Quraysh. Aber plötzlich sagten sie, sie haben einen Prophet. Woher sollen wir für sie einen Prophet holen? Ich werde niemals an diesen Prophet glauben. Aus Neid, der Lehrer. Neidisch war. Und Hass hatte. Er sagte, ich werde niemals an diesen Prophet glauben. Schau mal, obwohl dieser Mann die Wahrheit wusste, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Prophet ist, trotzdem wollte er den Islam nicht annehmen. Aus Neid und Hass und Hochmut. Die gleichen Gründe hatten auch die Römer und die Perser. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Botschafter zu den Römern schickte und zu den Persern, damit sie den Islam
beibringen und ihnen und er schickte ihnen und sagte, nimm den Islam an. Was sagten sie zu den Botschaftern? Sie sagten, was seid ihr? Ihr seid nichts. Ihr seid arm. Ihr habt nichts. Ihr seid die schlimmsten Menschen. Ihr bekriegt euch untereinander. Ihr habt nicht mal was zu essen. Wir geben euch was zu essen. Und wir sind stolz, dass wir euch bekriegen, sagten die Römer und die Perser zu den Arabern. Wir sind stolz, dass wir euch bekriegen. Wenn wir euch bekriegen wollen, dann schicken wir Araber, die euch selbst bekriegen. Aber wir selbst, wir sind zu stolz. Deswegen wollt ihr uns etwas zeigen, was eine richtige Religion ist? Wollt ihr uns sagen, ihr habt eine bessere Religion als unsere Religion? Euer Islam ist nicht besser als unsere Religion. So waren die früher. Und ihr müsst euch vorstellen, die Perser früher und die Römer waren wie jetzt wie Amerika und Britannien und Russland, von der Macht her. Das waren mächtige Länder. Und genauso, wenn wir uns heute unsere Gesellschaften anschauen, ist es genauso in vielen oder einigen Europäern und Amerikanern das gleiche oder der gleiche Grund, dass sie nicht den Islam annehmen. Hochmut. Sie wollen die Oberhand gewinnen in der Gesellschaft. Sie denken, sie sind modern. Das stimmt, sie sind modern. Sie denken, ihre Wirtschaft ist besser als unsere. Das stimmt, ihre Wirtschaft ist wirklich besser als unsere. Sie denken, sie haben mehr Wissenschaft. Das stimmt, sie haben mehr Wissenschaft. Aber das heißt nicht, dass unsere Religion falsch ist. Das heißt nicht, dass unsere Religion falsch ist. Und das heißt auch nicht, dass unsere Wissenschaft falsch ist. Sie haben Wissenschaft und sie haben Wissen und sie sind bis zum Mars angekommen. Aber kommt und lasst uns sehen, ob unsere Wissenschaft, die wir seit 1400 Jahren haben und eure Wissenschaft, die ihr seit 1400 Jahren habt, ob sie gleich sind oder nicht. Und dann sehen wir, ob unsere Wissenschaft, die wir aus dem Koran haben, ob sie falsch ist oder richtig ist. Einmal, ein Großgelehrter, er war in Amerika. Und da gab es einen amerikanischen Professor, hieß Keith Moore. Dieser Professor war spezialisiert auf Genforschung. Wie ein Embryo sich entwickelt im Mutterbauch und wie der Mensch sich entwickelt und welche Stadien dieser Mensch auch durchlebt. Und dann hat er einen Vortrag gehalten. Und er sagte, der Mensch entsteht aus einem Samentropfen. Diese Samentropfen entwickeln sich nach einer Zeit zu einem Bluttropfen. Und dieses Bluttropfen entwickelt sich nach einer Zeit zu einem Anhängsel. Das heißt, das sieht wie ein zerkautes Fleisch aus. Oder Kaugummi. Wenn du ein Kaugummi so nimmst und so an der Seite reindrückst, so sieht das aus, diese Anhängsel. Und dann entwickelt sich diese Anhängsel zum Knochen. Und dann wird dieser Knochen umhüllt mit Fleisch. Er sagte, so entwickelt sich der Mensch. Das sind diese Phasen, in denen der Mensch durchlebt im Gebärmutter. Unter den Anwesenden war ein Islamgelehrter, ein berühmter Islamgelehrter. Er heißt Sindani. Und er lebt noch, Alhamdulillah. Als er fertig war, dieser Professor, er sagte zu ihm, Herr Keith Moore, seit wann wissen Sie das genau, dass der Mensch so sich entwickelt in Gebärmutter. Seit wann wissen Sie das? Das ist was äußerlich, das sieht man nicht. Das sagte dieser Professor seit 60 Jahren. Seit wann? Seit 60 Jahren, seitdem wir diese neue Ultraschalls, neue Computer haben und Ultraschalls. Deswegen können wir reinschauen, wie sich der Mensch entwickelt im Bauch. Da lächelte der Islamgelehrte und sagte zu ihm, wissen Sie, dass wir das seit 1400 Jahren wissen? Sagt dieser Professor, wie seit 1400 Jahren? Hätte man mir das gesagt vor 100 Jahren, hätte ich doch so gemacht, das geht nicht.
Wir wissen es seit 100 Jahren. Da sagte der Islamgelehrte, das steht bei uns in der Surat al-Mu'minun. In denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Mensch sich so entwickelt, so wie sie gesagt haben. Dann hat man für diesen Professor einen Koran geholt und einen Dolmetscher, der ihm diese Verse vorgelesen hat und sie übersetzt hat. Da sagte dieser Professor, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass dieses Koran oder dass dieser Koran von Menschen geschrieben worden ist. Das kann nur von einem sein, nur von Gott. Nur von Allah. Kann nicht sein. Es ist ein Wunder. Es ist die Wissenschaft des Islams. Seit 1400 Jahren steht es bei uns im Koran, wie der Mensch sich entwickelt, was die Wissenschaftler heutzutage erst jetzt rausbekommen haben. Ein anderes Thema. Ein Brite, dem man den Koran gegeben hat, der hat von irgendeinem den Koran genommen. Und als er zu Hause war, saß er vor dem Fernseher. Und er nahm den Koran und öffnete den Koran. Und auf einmal, welche Seite war geöffnet? Die Seite des Mondes, Kapitel der Mond. Und im ersten Kapitel steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, اقتربت الساعة وانشق القمر. Allah sagt, die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespalten. Dann sagte sich dieser Brite, was? Mondspaltung? Ach, machte zu und legte zur Seite. Dann hat der Fernseher geguckt. Er schaltet um. Dann kam eine Sendung über die NASA, die amerikanische Luft- und Raumfahrtsbehörde. Und dann in dieser Sendung wurden diese Leute von der NASA, von den Journalisten gefragt, was habt ihr bis jetzt alles gemacht? Ihr habt so viele Milliarden ausgegeben, bis jetzt habt ihr nichts gemacht. Dann haben die gesagt, sie wollten sich verteidigen. Sie sagten, wir haben das erfunden und das und das. Und dann haben sie gesagt, und dann haben wir herausbekommen, dass der Koran, dass der Mond in zwei Teile geschnitten war. Und dann erinnerte sich dieser Brite und sagte, Mondspaltung habe ich doch gerade im Buch gelesen, im Koran. Dann hat er den Koran geöffnet und das wieder nochmal gelesen. Da sagte er, Muhammad a.s., er bekam ein Wunder, weil diese Mondspaltung, sie war zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die NASA hat in unserer Zeit rausgekommen, sie sagte, im Mond sind so die Riffe, so die Riesenkrater oder das Riesenkrater. Das sind so eine Zeichen, das bedeutet, der Mond war in der Mitte gespalten. Und dann wurde er zusammengefügt. Und dieses Wunder war zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal sagten die Araber zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sagten zu ihm, wenn du ein Prophet bist, dann gib uns ein Wunder. Dann glauben wir an deine Botschaft. Er sagte, was wollt ihr für ein Wunder? Sie sagten, wenn du ein wahrer Prophet bist, dann bitte dein Herr, uns diesen Mond in zwei Teile zu spalten. Er stand auf, betete und machte Mitgebet und bat Allah subhanahu wa ta'ala, ihnen dieses Wunder zu geben. Und sie sagten, wenn du uns dieses Wunder gibst, dann glauben wir an deine Botschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala spaltete diesen Mond in zwei Teile. Einen Teil konntest du auf diesem Berg sehen und einen zweiten Teil konntest du auf einem anderen Berg sehen. Ein Wunder vor die Augen der Araber. Und Abu Jahl, dieser Feind des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und des Islams, er war auch anwesend. Da sagte Abu Jahl, er wollte nicht glauben. Was sagte er? Muhammad hat unsere Augen verzaubert. Und dieses Wunder hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, vor 1400 Jahren. Vor 1400 Jahren. Das ist Wissenschaft des Islams. Nicht nur zwei Wissenschaftsereignisse im Islam. Wir haben viele, viele Themen im Islam. Unsere Wissenschaft ist ganz sehr vielfältig.
Schaut euch mal das Meer an. Wenn wir vor dem Meer stehen, sehen wir diese Wellen. Wir sehen Wellen. Aber wusstet ihr, dass unter diese Wellen, unten im Meer, auch unten Wellen gibt? Es gibt nicht diese Wellen, die Oberfläche sind, die oben auf der Meeresoberfläche sind. Nein, es gibt auch unten Wellen. Die kann man nicht sehen mit bloßen Auge. Wenn du runter schwimmst, runtertauchst, deine Augen aufmisst, siehst du nicht. Salzwasser, siehst du gar nichts. Aber da brauchst du bestimmte Geräte dafür, um das zu sehen. Und das haben die Wissenschaftler echt jetzt rausbekommen. Und das steht bei uns seit 1400 Jahren im Koran al-Karim, dass es zwei Wellen gibt im Meer. Wissenschaft im Islam. Die Berge, Wissenschaft in die Berge. Allah subhanahu wa ta'ala berichtete uns, dass ein Berg wird in den Boden gestampft wie ein Nagel. Wenn du einen Nagel reinhaust in Holz, bleibt immer ein Stück draußen, oder nicht? Bleibt immer ein Stück draußen. Und so sind die Berge in dieser Erde reingestampft worden. Ein Drittel der Berge ist unterhalb der Erde. Und nur ein Stück ist oberhalb. Woher wusste das Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und woher wusste das Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Mensch so sich entwickelt in die Gebärmutter? Und woher wusste Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es zwei Wellen gibt auf dem Meer? Das kann nicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Muhammad alaihi wasallam war nie auf dem Meer. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im Koran, dass wenn sich zwei Ozeane treffen, eine Spalte, eine Grenze dazwischen ist aus Wasser. Muhammad a.s. war nie auf dem Meer. Woher wusste er das? Es kann nur von einem sein, von Allah. Deswegen sagen wir zu diesen Menschen, die denken, dass sie mehr Wissenschaft haben als wir, holt uns eure Wissenschaft. Holt uns eure Wissenschaft, dann können wir vergleichen, welche Wissenschaft richtiger ist oder nicht. Die islamische Wissenschaft ist die richtige Wissenschaft. Wenn eure Wissenschaft sich mit unserer Wissenschaft nicht vereint, dann ist eure Wissenschaft falsch. Und das werdet ihr früher oder später erfahren. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, aber ihr werdet es erfahren. Es ist islamische Wissenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht von Menschen. Also Abu Jahl, er hat den Islam nicht angenommen, weil er hochmütig war. Und er wollte den Schwer, hat den Islam gehasst. Deswegen, sag einmal, kehren wir nochmal zu Abu Jahl. Einmal ging dieser Feind Allahs, dieser Feind des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und traf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor der Kaaba. Er hat den Islam so gehasst und er hat Muhammad a.s. gehasst. Als er den Muhammad s.a.w. von der Kaaba getroffen hat und der Prophet a.s. war alleine, niemand, Mutter Seelen allein, niemand war neben ihm, kam dieser Mann Abu Jahl und hat ihn beleidigt. Er beleidigte den Prophet Muhammad s.a.w. verbal. Er hat ihn richtig beschimpft. Und der Prophet a.s., wie er war, hat kein Wort gesagt. Wer hat das gehört? Eine Sklave. Sie wohnte neben Safa und sie hat das gehört. Kurze Zeit später, dann ist Abu Jahl hier weggegangen und zu diesem Club, sie saßen. Ihr müsst euch vorstellen, Mekka, das ist der schwarze Stein, wo der schwarze Stein ist. Und drumherum war es wie ein Club für die Araber. Die saßen in der Nähe von Mekka, in der Nähe von diesem schwarzen Stein. Und das war wie ein Club für sie. Da ist Abu Jahl zu diesem Club, wo sich die Männer trafen, hat sich hingesetzt. Kurze Zeit später kam wer? Hamza. Hamza, wer ist Hamza? Hamza ist der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war ein Jäger.
Er war ein Mann, ein starker Mann, der sich nicht gefürchtet hat. Als er kam, und immer wenn er von der Jagd kam, hat er immer die Kaaba umkreist. Er hat immer die Kaaba umkreist. Anschließend ging er zu diesem Club, wo alle Männer saßen, und begrüßte sie. Hat er immer gemacht. Als er diesmal kam und die Kaaba umkreisen wollte, sagte diese Sklavin zu ihm: O Hamza, wenn du nur wüsstest, was ich weiß, und wenn du nur das gesehen hättest, was ich gesehen habe. Ich habe heute gesehen, dass Abu Jahl deinen Neffen Muhammad verbal beschimpft hat und angegriffen hat verbal, und Muhammad hat nichts gesagt. Da wurde Hamza wütend. Richtig wütend. Was machte er? Er ging sofort zu Abu Jahl. Und er hat die Männer, die da drüben saßen, nicht begrüßt. Er ging sofort zu Abu Jahl mit seinem Bogen. Er hatte einen Bogen, Pfeil und Bogen. Er nahm seinen Bogen in der Hand und ging sofort zielstrebig zu Abu Jahl und buff, fing an, auf ihn einzuschlagen. Ohne ein Wort. Dann sagte er zu ihm: Du wagst es, Muhammad zu beleidigen, meinen Neffen, und ich bin ein Muslim und sage das Gleiche, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Ich habe die gleiche Religion wie er. Wenn du dich traust, steh auf. Da wollten die Araber neben Abu Jahl, die mit ihm saßen, sind aufgestanden und wollten Hamza töten oder Hamza schlagen. Da sagte Abu Jahl zu ihnen, dieser Feind Allahs, er sagte: Lasst ihn. Lasst ihn, denn ich habe seinen Neffen verbal beleidigt. Und das war eine Schmach bei den Arabern. Es war eine Beleidigung, dass du einen Sohn von uns schlägst oder beleidigst. Das war eine große Sache. Da sagte Abu Jahl: Ich habe seinen Neffen beleidigt, verbal. Lasst ihn, er hat recht. Als Hamza ruhig wurde und sich beruhigt hat, was sagte er? Er sagte: Ich habe gerade die Religion von Muhammad angenommen. Er war ja wütend, als er gesagt hat: Ich bin auch Muslim. Er sagte: Ich habe gerade meine Religion verlassen und die Religion von Muhammad angenommen. Warum habe ich das getan? Und er wusste nicht, was er machen sollte. Deswegen hat er 2 Tage nicht schlafen können. 2 Tage hat er nicht geschlafen. Was soll ich machen? Und er wusste echt nicht, was er machen sollte. Es war nicht einfach für ihn, seine Religion zu verlassen, die Religion seiner Vorfahren. Was machte er? Er ging nach 2 Tagen zu der Kaaba und machte Dua. Zu wem? Zu Allah. Er macht den Dua nur zu Allah, nicht zu den anderen Göttern, die sie gedient haben. Nur zu Allah. Und sagt: O Allah, leite mich recht. Welche Religion ist die richtige Religion? Welche Religion ist die richtige Religion? Ich weiß es nicht, leite mich recht. Er sagte, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala in meinem Herz die Liebe des Islams reingelegt. Die Liebe des Islams. Und dann bin ich zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und habe zu ihm gesagt, dass ich Muslim bin. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet für mich gemacht. Diese Geschichte von Hamza lehrt uns vieles. Erstens, als Hamza nicht wusste, was er machen soll, Zweifel hatte, was machte er? Er hat sich sofort Allah hingewandt. Er wandte sich Allah. Und er sagte zu Allah: O Allah, leite mich recht. So waren die Araber früher vor dem Islam. Wenn sie Zweifel hatten, was haben sie gemacht? Sie hatten viele Götter. Aber wenn sie Zweifel hatten, haben sie sich nur Allah gerichtet. In ihrer Verzweiflung nur Allah gerichtet, nicht anderen Götter. Deswegen hat sie Allah subhanahu wa ta'ala getadelt. Heutzutage sehen wir viele Muslime, sie haben keinen Zweifel an den Islam, aber sie haben Zweifel an vielen Gruppierungen.
Sie haben Zweifel an viele Gruppierungen im Islam. Bevor wir darüber reden, möchte ich erstmal etwas klarstellen. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns alles. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns alles beigebracht. Alles, was uns zum Paradies führt, hat er uns beigebracht. Und alles, was uns zum Jahannam führt, hat er uns davon erzählt. Also der Islam ist deutlich, wenn der Prophet al-Islam uns alles beigebracht hat. Warum haben Menschen Zweifel? Warum haben Muslime Zweifel, wenn alles deutlich ist im Islam? Die Islamgelehrten sagen, aus drei Gründen. Aus drei Gründen. Erster Grund ist, dass die Menschen nicht ehrlich sind mit Allah. Sie sind nicht ehrlich mit Allah. Wenn sie einen Zweifel haben, richten sie sich nicht zu Allah, richten Allahs und sagen, oh Allah, leite mich recht. Deswegen, Mu'az ibn Jabal, ein Weggefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er im Sterben lag, im Sterbebett, kam ein Schüler für ihn. Und dieser Schüler fing an zu weinen. Da sagte Mu'az ibn Jabal zu ihm, warum weinst du? Er sagte, ich weine, weil du uns verlässt. Ich weine, weil ich von dir profitiert habe, Wissen profitiert habe. Ich habe von dir vieles gelernt. Ich habe von dir nicht ärgliche Sachen, Geld oder sonst was gelernt oder genommen. Ich habe von dir Wissen gelernt. Und wenn du stirbst, dann stimmt das auch. Dann sagt der Mu'az ibn Jabal zu ihm, wer nach Wissen strebt, erfindet sie. Wissen liegt genau dort, wo sie sind. In Kitab und Sunnah. Wer Wissen will, er braucht nur den Koran zu lesen und die Sünde zu von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er zu ihm, geh zu so und so, und hat ihm vier Namen von Großgelehrten genannt, geh zu ihnen, wenn du Zweifel hast. Und wenn sie dir nicht helfen in deiner Verzweiflung, dann richte dich Richtung Allah und sage, oh Allah, du bist derjenige, der Ibrahim gelehrt hat, so leite mich recht. Deswegen das Wichtigste, was die Muslime nicht tun, ist, wenn sie ein Problem haben, einen Zweifel, nicht wissen, rechts oder links, weiß oder schwarz, sie bitten Allah nicht, ihnen zu helfen. Und das ist ein wichtiger Fehler. Einmal ein junger Mann in Spanien, ein Spanier, er lebte in Amerika. Er war Christ. Und er hat Christen, den Christentum gelesen und Judentum und Islam. Und er hat nach der richtigen Religion gesucht. Und er wusste nicht, welche Religion er annehmen sollte. Auf jeden Fall, eines Tages ging dieser Mann in die Moschee und sagte zu den Muslimen, ich möchte Mohammedaner werden. Sie sagten, kein Problem. Du möchtest Muslim werden, kein Problem. Sag, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Er hat das gesagt. Geh jetzt nach Hause, dusche und komm zurück und bete mit uns. Unsere fünf Gebete. Und er kam zurück und hat fünf Gebete mitgebetet. Und er hat aber geweint. Die ganze Zeit, wenn er gebetet hat, hat er geweint. Am nächsten Tag kam er wieder. Hat auch fünf Gebete in der Moschee gebetet. Immer geweint. Am dritten Tag kam er wieder und hat immer geweint. Das hat die Brüder mitgenommen. Einer von den Brüdern hat sich getraut, ihn zu fragen. Einer von den Brüdern sagte, ging zu ihm und sagte, warum weinst du? Er sagte, ich weine, weil ich zuerst noch vor ein paar Tagen nicht wusste, welche Religion ich annehmen sollte. Christentum, soll ich Christ bleiben oder soll ich Jude werden oder soll ich Muslim werden, wusste ich nicht. Was machte ich?
ich habe mich Richtung Allah gewandt. Und ich habe gesagt, oh Gott, leite mich bitte recht, zeige mir bitte die richtige Religion. Und dann sah ich im Traum Jesus a.s., der auf mich zeigte und sagte, sei ein Mohammedaner. Deswegen bin ich zu euch gekommen und zu euch habe ich gesagt, zu euch, ich möchte Mohammedaner werden. Das war nach dem Maghrib-Gebet. Als Isha-Gebet war und dieser junge Mann beten wollte, hat er seinen Sujud verrichtet und dann blieb er unten. Die Brüder dachten, er weint wieder wie immer. Nach einer kurzen Zeit haben sie ihn angefasst, ist er umgefallen. Er war schon tot. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala leitete ihn recht, kurz bevor er starb. Warum? Er hat Allah gefragt. Allah gefragt, oh Allah, leite mich recht. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytum, fastahdun yahdikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oh ihr Diener, ihr seid alle Umherirren. Außer die ich recht leite. Fragt mich um Rechtleitung, so leite ich euch recht. Egal was du hast, ja Allah. Egal was es ist. Ob du eine Frau heiraten möchtest, ob du ein Auto haben möchtest, ob du irgendetwas haben möchtest, wenn du nicht weißt, wie du machen sollst, sag, oh Allah, leite mich recht. Richte dein Herz zu Allah subhanahu wa ta'ala und Allah leitet dich recht. Es ist der erste Grund, dass viele Menschen nicht wissen, was sie machen und Zweifel haben, dann machen sie Fehler. Bevor du Fehler machst, frage Allah und du wirst den richtigen Weg finden. Bismillah. Der zweite Punkt ist, warum die Menschen nicht die Wahrheit sehen, sind die Missetaten. Sünden. Wallahi, Sünden sind gefährlich. Wann sind Missetaten gefährlich? Dass du eine Missetat machst, eine Sünde, ist nicht schlimm. Warum? Ist nicht schlimm, solange du Allah um Verzeihung bittest. Wenn du Allah um Verzeihung bittest, Allah verzeiht. Allah, wenn Allah Menschen wollte, die nicht sündigen, hätte er uns alle vernichtet und neue Menschen erschaffen, die nicht sündigen. Aber Allah liebt es von uns, dass wir zu ihm sagen, oh Allah, vergib uns. Allah liebt es, dass wir sagen, oh Allah, vergib uns. Deswegen, wenn wir Sünde gehen und du sagst, oh Allah, vergib mir, ich habe eine Sünde gemacht, dann sei dir, Alhamdulillah, sicher, dass Allah sie verzeiht. Wann ist es schlimm, eine Sünde? Wenn du Allah nicht um Verzeihung bist. Da ist es schlimm. Weil dann machst du Fehler und sündigst einmal, zweimal, dreimal, bis du irgendwann unten durch bist. Sünden verhärten dein Herz, machen dein Herz hart. Wenn du Allah nicht um Verzeihung bittest und du viel sündigst, wird dein Herz hart. Du kannst weder richtig beten. Deine Gebete verrichtest du nicht richtig. Warum? Weil dein Herz überfüllt ist mit Sünden. Du bist nicht gut zu deinen Eltern. Auf warum? Wegen den Sünden. Du kannst nicht richtig Koran lesen. Warum? Wegen den Sünden. Die Sünden entfernen dich von all das Gute. Schaut euch mal diese Länder an. Früher die Propheten, das Volk von Noah. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet? Wegen ihrer Sünden. Und das Volk von Lot, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet? Wegen ihrer Sünden. Und das Volk von Ibrahim, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet? Wegen ihrer Sünden. Das Volk von Ad und Thamud, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet? Wegen ihrer Sünden. Sünden ist eine Plage, die auch Plagen vorbeibringt. Schaut euch mal die Krankheit auf dieser Welt an. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu uns vor 1400 Jahren, dass wenn die Menschen überall sündigen, und oft offenkundig sündigen, treffen die Menschen Plagen und Krankheiten, die ihre Vorfahren nicht haben. AIDS. Hatten unsere Vorfahren AIDS? Nein. Ebola. Hatten unsere Vorfahren Ebola? Nein. All diese Krankheiten,
aufgrund der Sünden, ja Ibadallah. Das sagte uns der Prophet Muhammad vor 1400 Jahren. Deswegen, wenn der Mensch mitten in Sünden ist und sündigt, dann entsteht ein Risha, ein Mantel über deinem Herz, das das Licht Allahs nicht reinlässt. Und das Licht Allah, wenn es nicht reinkommt, siehst du nicht die Wahrheit. Siehst du nicht die Wahrheit. Deswegen, wer die Wahrheit sehen will, soll sich von Sünden befreien. Oder, wenn er sündigt, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitte. Ein Mann kam zu Sufyan al-Thawri, ein Großgelehrter. Er sagte zu ihm, O Imam, mein Herz ist hart geworden von den Sünden. Da sagte Sufyan al-Thawri zu ihm, er sagte, gib mir ein Heilmittel für mein Herz. Mein Herz ist hart geworden von den Sünden. Da sagte Sufyan al-Thawri zu ihm, nimm etwas von den Wurzeln der Aufrichtigkeit und nimm etwas von den Blättern der Geduld. Und nimm etwas vom Saft der Bescheidenheit. Tue es in der Waageschale der Gottesfürchtigkeit. Gieße drauf Wasser der Angst und zünde darunter das Feuer der Trauer. Lass es durch den Sieb der Aufrichtigkeit durchsickern und nimm es mit der Hand der Wahrhaftigkeit und trinke es aus dem Glas der Reue. Entferne dich von der Gier und so wirst du genesen von dir, inshallah. Sufyan al-Thawri, ein Großgelehrter, mashallah. Dieses Rezept findest du bei gar keinem Arzt und keinem Professor und keinem Krankenhaus. Dieses Rezept findest du nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht halten. Wir haben ihn.